zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality hier auf der Grünfelder Land. Folge Varuna, hallo? Ja, ich hab jetzt hier einen Preis. Ja, Gottes. 8000 Euro wäre das dann fürs Feld. 8000. 8000, ja. Jo, machen sie. Ja, dann fahr ich jetzt runter. Jo, danke. Tschö. Oh, tschö. Wo steht denn mein Frontlader? Warte mal, jetzt muss ich gerade nochmal da oben an. Ruf ich gleich nochmal bei dem Fuzzi an. Aber ich hätte ja auch noch ein paar Kohlepaletten. Ich brauche nämlich Geld. Sonst haben wir nämlich gleich ein Problem. Achso, warte mal. Ja doch, ich muss die Stämme aus dem Wald holen. Einfach als... Ah, da steht doch der Frontlader. Ja, dachte, der stünde woanders. Ja, perfekt. Und fährt er jetzt nicht mehr? Jetzt geht er wieder. Gewicht brauchen wir noch, sonst haben wir ein Problem. So. Feld. Feld wird Pflanzenschutz drauf gemacht. Das passt. Kartonproduktion läuft dann wieder, wenn Wasser drin ist. Ich stelle jetzt den hier mal kurz zum Wald. Nee, wir machen die Steuerprüfung beim RaceX, machen wir Ende dieser Woche. Machen wir Ende der Woche. Schöne Überraschung zum Sonntag. Und dann fahren wir am Freitag oder so, fahren wir mal den Xerion noch hoch. Wir werden jetzt erstmal gucken, dass wir die Stämme verladen. Weil das ist wichtig. Wir müssen die Stämme diese Woche aus dem Wald holen, weil nächste Woche die Pacht nicht mehr da ist. Ich bin eigentlich nur noch Nebenerwerbslandwirt. Hauptsächlich haben wir hier Produktion am Laufen. Gewicht nur wegmachen. Natürlich auch Gas geben.
Oh, das Gewicht schleift auf den Boden, das ist nicht so gut. So, Konzentration. Also die Sache ist, wir müssen jetzt 16.000 gleich an den an die Gemeinde zahlen. Für das Wasser. Dann will aber der Cortes auch noch mal 8.000. Heißt, da kriegen wir ein kleines Finanzproblem. Alter. So, machen wir den Frontlader auch kaputt. Ich muss natürlich gucken, dass ich so viel Holz wie möglich hier rauskriege. Ich habe Glück gehabt, gerade noch mal weggesprungen. Ah, warum geht denn das jetzt nicht hier? Hä? Schon, was da los ist. Da haben wir wieder einen Baum, da fehlt ein bisschen Kollision. Das muss aber irgendwie giantseitig ein Fehler sein. So.
Prüfung. Frage Varuna, hallo? Olga? Jo. Wie flüssig bist du momentan mit dem Geld? Nicht so, warum? Ah, ich hätte eventuell einen Drescher zu verkaufen. Aber ich glaube, dass du den nicht packst. Nee, gar nicht. Egal. Ich komme nur nicht rum mit der Arbeit, weißt du? Was hast du noch zu tun? Den Xerion müsst man abholen, der steht am Feld. Zu dir zur Reparatur. Mit der Maschine. Der steht bei 109. Okay. Also wenn ihr den irgendwie abholen kannst, das wäre optimal. Ja, ich müsste gleich nur noch ein bisschen Diesel ausliefern, dann könnte ich das machen. Ja, passt. Okay, dann machen wir dazu. Super, danke. Gut, ciao. Ciao. Okay, das nimmt mir schon mal wenigstens ein bisschen Arbeit ab. Steuerprüfung natürlich nicht vergessen, die kommt natürlich trotzdem noch. Aber dann kann ich mich jetzt hier erstmal wieder auf den Wald konzentrieren, bis es soweit ist. Warte mal, die Frage ist, ob wir vielleicht den Drescher trotzdem... ...kriegen könnten oder nicht. Wir könnten ja den Drescher vielleicht auf Pump kaufen. Den auf Pump kriegen, dann wäre es ja okay. Naja, schauen wir mal, was die Woche noch so bringt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Jetzt erstmal heute ein bisschen kürzer. Wie gesagt, wir müssen ein bisschen auf die Zeit achten in der Session. Liken, kommentieren, abonnieren nicht vergessen. Und dann bis morgen. Tschüss.